herzlich willkommen. Und haben Sie es sich über die Festtage gut gehen lassen? Vielleicht haben Sie sogar das ein oder andere Kilo zugenommen. Dann ist jetzt aber Sporten angesagt. Hauptsächlich wegen der Schwimmbadfigur werden jetzt einige sagen. Am wichtigsten ist aber die Gesundheit. Wir suchen ins Heidrat im Golnas. Sehen Sie, was wir sonst noch vorbereitet haben. Unser Stadtmagazin geht in die zweite Runde. Wir schauen, wie es den Baustellen in der Kramergasse geht. Die Firma Kanal zeigt uns, was Wohnen im Garten bedeutet. Und das Imster Kulturreferat präsentiert Kunst in Imst, kurz KIMST, ihr neues Konzept. Jetzt sind wir in die heiligen Hallen von Golnas angelangt. Bernhard Gollner hat die Fitnessszene in Imst seit Jahrzehnten geprägt, wie kein anderer. Von Body and Soul über Enjoy bis hin zum Golnas verlief sein Weg. In all den Jahren hat er natürlich hautnah erlebt, was die Leute brauchen. Nutzen auch Sie seine Erfahrung. Hallo, grüß dich Bernhard. Es freut mich, dass ich heute bei dir sein darf, du als Fitness-Urgestein. Hallo Dakota, es freut mich, dass du heute bei mir bist. Ja, es ist wirklich schon lange her, 25 Jahre bin ich mittlerweile in Imst mit eigenen Fitnessstudios. Du hast eh erwähnt, von Body and Soul bis jetzt zum Golnas. Und jetzt haben wir sogar noch ein neues Studio. Seit einem Jahr betreibe ich das ehemalige Vitalstudio in der Langassium, wo ich ganz früher sogar als Trainer gearbeitet habe, 1996 sogar. Kannst du uns kurz deinen Weg hier ins Golnas erzählen, wie das alles war? Ja, den Weg über das Body and Soul, wo ich damals gestartet bin, vor 25 Jahren, wo das Angebot natürlich noch viel einfacher war. Die Angebote haben sich natürlich jetzt mit der Zeit viel gewandelt. Wir sein, oder ich persönlich, bin immer mit der Zeit gegangen, dass wir immer das Neueste Innovationen gemacht haben in die Studios. Dann im Enjoy haben wir schon die ersten elektronischen Geräte gehabt. Da haben wir unsere Betreuung auch angepasst auf die Mitglieder, auf die Bedürfnisse, auf die Wünsche. Man ist weggegangen auf das Standardmäßige. Wir sind einfach individueller geworden. Und dann sind wir im Golnas, habe ich noch einfach die ganzen Erfahrungen, was ich damals schon gehabt habe, diesen großen Erfahrungsschatz dann eingebracht, um das nachher an die Kunden wieder weiterzugeben. Und wenn ich mich jetzt im Golnas anmelden will, was gibt es da für Verträge? Wie schaut das aus? Gibt es da auch so Bindungen wie in den meisten Fitnessstudios? Ja, bei uns im Golnas mittlerweile sind wir komplett weg von dem Ganzen. Also ich finde es heutzutage einfach nicht mehr zeitgemäß, Kunden mit Langzeitverträgen zu locken, irgendwie auf Bindungen einzugehen. Wir machen das jetzt einfach ganz einfach. Bei uns registriert man sich nur mehr. Man macht gar keinen Vertrag mehr in dem Sinne. Und bei uns kann man auch jederzeit monatlich immer kündigen. Ich will nicht mehr, dass sich die Kunden bei mir irgendwie binden müssen. Die sollen bei uns sein, weil sie gern bei uns sein, auf unser Angebot eingehen. Und nicht, weil sie irgendwie durch Angebote einfach gelockt sein und da geknebelt werden durch Langzeitverträge oder so. Gell? Das ist sehr gut. Also gehst du auf die Bedürfnisse von den Leuten einfach ein mit den... Auf alle Fälle. Der Kunde wünscht, es soll einfach sein und auch einfach sein, wenn er uns wieder verlassen will. Wenn er nicht zufrieden ist, dann überhaupt kein Problem, wenn er uns dann einmal verlässt. Aber sie kommen auch gerne wieder. Ah, das ist cool. Also jederzeit Kündigung. Und ist es einfach zu kündigen, Bank? Ein kurzes E-Mail, dann ist das bei uns erledigt. Oder auch im Sommer mal eine Pause zu machen, überhaupt kein Problem. Also ich bin weg von dem Ganzen, wenn ein Kunde das nicht will bei uns. Bei jeder, er kriegt das, was er will. Was er nicht will, braucht er bei uns nicht machen. Das ist super. Und wie kann ich mir da ungefähr preislich vorstellen, wenn ich jetzt sage, ich möchte einfach mal anfangen, wo starte ich da ungefähr? Was gibt es da für Angebote? Es gibt nur einen Preis. Es kostet bei uns, beim Golnar, kostet es 50 Euro. Da sind die ganzen Trainingsgeräte dabei. Wir haben, glaube ich, 260 Trainingsgeräte von 6 Uhr in der Früh bis 11 Uhr am Abend. Und schon wie gesagt, ein Fuffi und das war's. Also 50 Euro im Monat und ich kann alles nutzen? Ganz genau, die Trainingsgeräte. Wenn man zusätzlich was buchen will, wie Getränke, Kaffee oder so, kann man es dazu nehmen oder nicht? Okay, und solche Sachen wie Massage, das ist alles einfach separat dann? Genau, unser Masseur, der Bartholomäus, ist separat, der ist bei uns auch eingemietet. Da können die Leute individuell selber Termine machen. Mein Name ist Bartholomäus, hallo, herzlich willkommen im Studio. Meine Aufgabe ist, hier Massage zu machen, die Leute glücklich machen, gesünder zu machen und einfach entspannen.
Was bietest du für Massagen alles an? Ich mache ganz verschiedene Massagen, von Entspannungs- bis zum Sportmassagen, gesunde Gesundheitsmassagen selbstverständlich, also ganze Paket. Jeder wird bei mir individuell behandelt. Was ist sehr wichtig bei mir ist das, dass ich mache meinen Beruf unglaublich, extrem gerne. Massage tut immer gut. Das ist ein wunderbares Mittel, Naturmittel, welches auch Stoß Serotonin, Endorphine nach Sport selbstverständlich, aber auch ist für jede Massage gut geeignet und Massage hat so viel Sache dran, kann man sich entspannen, kann man etwas für sich selber tun, ist Stoß für Serotonin, Endorphine, man ist glücklicher, man hat psychologische Wirkung, man hat etwas für sich selber gemacht, also ist selbstverständlich, sehr gute Belohnung nach dem Sport, aber empfehle ich Massage noch selbstverständlich für jede. Ja. Und wenn ich jetzt mir beim Sport zum Beispiel in der Schulter wehtue, hast du da spezielle Massagen für denjenigen? Ja, kann ich auf jeden Fall schauen. Bei starken Verletzungen selbstverständlich für das sind die Ärzte da, aber meistens vor Entspannungen oder Schmerzen irgendwo kann ich sofort Probleme lösen. Und wenn jetzt jemand schon beim Arzt war und spezielle Anliegen hat, kannst du da auch kurz durchschauen und sagen, okay, du weißt, was für Massagen für den gut war? Ja, selbstverständlich, dass ja, ich bin auch Physiotherapeut von Beruf und dann kann ich alles schauen, beraten, ja, das, ja. Beratung schauen kostet 0 Euro und Preis ist undiskutierbar, also. Muss man Mitglied sein beim Golnos, um bei dir eine Massage buchen zu können? Nein, ich bin hier auf selbstständiger Basis und kann jeder zu mir kommen und ja. Lieber Bernhard, du hast eingangs schon erwähnt, du hast zum Golnos noch zwei Gyms. Warum zwei Gyms? Das unterscheidet sich vielleicht ein bisschen an die Trainingsgeräte. Wir haben unterschiedliche Geräte. Im Golnos arbeiten wir mit elektronischen Geräten, mit diesen E-Gym-Geräten. Wir haben in Golnos ein größeres Angebot. Wir haben auch Kurse. Wir haben eine Sauna, eine große, was wir im MyGym jetzt nicht anbieten. Und vielleicht der Anpreis natürlich. Oben ist es ein bisschen günstiger noch. Wo man sagt, man kann noch günstiger einsteigen ins ganze Fitnessgeschehen. Wir haben am Anfang eine Trainereinweisung, wo der Fachtrainer dann alles gezeigt. Und es wird dann ein Trainingsprogramm mehr oder minder auf dem Chip abgespeichert. Und die Kunde im Prinzip hebt nur den Chip einfach auf, das Programm wird abgerufen, das Gerät fährt dann eh schon individuell in die Position zum Training, das Gewicht wird ermittelt durch einen Krafttest und dann geht das Training los. Überhaupt kein Problem. Das ist ja unkompliziert. Man braucht sich jetzt immer kümmern an Lichteinstellungen, an Geräteeinstellungen, so wie früher. Das ist eher ein bisschen fortgeschritten. Also dort trainiert jeder, der wirklich wenig Erfahrung hat im Trainingsbereich. Oben sind also eher so die freien Maschinen, die Power Racks und da eher das Geführte, oder? Aber was ist jetzt preislich der Unterschied? Ja genau, du kennst dich ja aus mit Geräten. Stimmt, oben sind mehrere Trainierer noch. Oben haben wir mehr auf Krafttraining ausgelegt und so weiter. Und preislich sind wir oben bei 35 Euro im Monat. Auch wieder monatlich kündbar, von früh bis spät, alle Geräte dabei, also alles gleich wieder das Prinzip. Gibt es da so Getränke-Abos und so kann man das einfach dann gleich vorstellen? Oder? Nach Wunsch gibt es ein Getränke-Abo, nach Wunsch gibt es einen Kaffee, nach Wunsch gibt es einen Eiweißshake, aber man muss nicht. Mir ist ja egal, wenn einer ein Getränk mitnimmt, überhaupt kein Thema. In der Imster Innenstadt wird fleißig gebaut. Es ist ein Unternehmen, der erkannt hat, dass sich Diesertal, der Bezirkshauptstadt, für ein professionelles Konzept und eine durchdachte Idee hervorragend eignen. Wer nämlich in den vergangenen Jahren hier investiert hat, musste das auf keinen Fall bereuen. Wir haben nachgefragt. Und geht schon weiter! Wo gehobelt wird, da fliegen Späne. Und wo gebaut wird, da gibt es Behinderungen. Das ist in der Imster Kramergasse auch nicht anders. Ja, wir sind jetzt da mitten im Bau rein. Also das Geschehen ist, der Bautätigkeit ist voll im Gange da. Wir haben mal den Keller schon heraus, das EEG ist betoniert. Jetzt sind wir schon bei dem ersten Stock, die Zwischendecke zu betonieren halt. Aber auch auf der gegenüberliegenden Straßenseite wird gebaut. Ja, das ist Venier und Bayer, die jetzt mal alles ausräumen. Die werden natürlich auch im Sommer anfangen starten mit dem Bau. Bei der Baustelle der Familie Regensburger geht es dank der ausführenden Firmen überraschend schnell.
Ja, in unserer Baustelle, bis jetzt haben wir mal immer sehr gutes Wetterglück gehabt, immer ist jeden Tag gebaut worden. Wie man auch sieht, es ist schon doch ein bisschen nach oben geschossen. Bis Ende April wird es wahrscheinlich der Europa schon fertig sein. Unerschütterlich glaubt die Familie Regensburger an den Standort Innenstadt. Ja, mittlerweile bin ich natürlich auch in diesem Standort gefangen, muss man auch sagen, oder? Den Fuß habe ich da eingesetzt, den habe ich jetzt 14 Jahre schon relativ standhaft da. Und der Junge, der Matthias und mit der Lisa, die möchten da weitermachen. Und somit verpflichtet mich das natürlich auch entsprechende Maßnahmen, was natürlich für weiterhin für die Jungen natürlich auch betrieblich möglich ist und die richtigen Gegebenheiten, muss ich die Voraussetzungen schaffen. Der Erfolg gibt ihnen recht und gerade zur Osterzeit konnte die Imster Innenstadt wieder voll punkten. Also mit dem Ostergeschäft sind wir sehr zufrieden gewesen, muss ich echt sagen, auch im FNZ unten und da oben in der Kramergasse. Eigentlich überraschend mehr, als was ich erwartet habe und die Baustelle an sich könnte ich mal derzeit jetzt nicht gerade viel sagen, dass das jetzt im geschäftlichen Bereich mehr als das schädigen würde, sondern es kommen auch viele, die möchten auch schauen, wie der Fortschritt ist. Der Standort beim Eingang zur Rosengartenschlucht ist ideal. Ja, also Donnerstag, Freitag, Samstag war sehr rege Personenzahl da in der Innenstadt. Es sind auch viele Touristen da gewesen, ist mir aufgefallen. Nicht nur Einheimische, sondern auch einige Touristen waren da. Trotzdem sind die meisten froh, wenn die Baustelle wieder beendet ist. Ja, wie gesagt, jetzt der Rohbau dürfte Ende April, Anfang Mai fertig sein mit dem Dach und dann passiert dann der Innenausbau. Wir werden natürlich da den Bauzaun zurückfahren, die Container werden auch wegkommen. Dann haben wir einen Bauzaun nur in dem Neugebäude da eingerichtet und die werden drüben wieder die Terrasse aufbauen können ab Mai. Sowohl der Tourismusverband als auch die Gemeinde Imst an sich sind sehr bestrebt, diesen Bereich von Imst zu beleben. Mir passt es ganz gut, wenn der Tourismusverband natürlich mir gegenübersteht. Ist für mich natürlich eine Bereicherung. Und ja, und die Fußgängerzone lässt jetzt wieder auf sich warten. Diese Entscheidung hat mir jetzt, soll man ehrlich sagen, nicht ganz so gefallen, weil ausgrund der Bautätigkeit die Fußgängerzone wieder zurückziehen und wieder auf später. Jetzt weiß ich aber nicht, wie lange das später ist, weil Bautätigkeit dürfte die nächsten Jahre gehen. Wichtig ist, dass der Betrieb beim Regensburger spätestens im Mai wieder ungestört vonstatten geht. Wenn der Bauzaun wieder zurückkommt und die Container weg sind, das dürfte dann im Mai passieren, dann werden wir wieder die Terrasse aufbauen und machen ganz normalen Sommerbetrieb auch mit der Terrasse auf die Straße raus. Hallo aus Martinas Handyladele. Heute stelle ich den Tarif Heimagenta vor. Der Tarif Heimagenta kostet 25 Euro. Beinhaltet unlimitierte Minuten und SMS österreichweit und vom EU-Ausland nach Österreich, sowie 40 GB Datenvolumen und davon kann ich wieder 27 im EU-Ausland nutzen. Es gibt aktuell bei Magenta keine Servicepauschale mehr und auch die Aktivierung ist gratis. Zu dem Heimagenta-Tarif empfehle ich euch das Samsung Galaxy A15. Das Gerät hat 50 Megapixel bei der Kamera und hat 128 GB internen Speicher. Das gibt es aktuell kostenlos dazu, ist also wirklich ganz ein tolles Angebot. Wenn ihr mehr Fragen dazu habt oder Beratung braucht, kommt einfach vorbei. Wir beraten euch gern. Ja, gestern aus den Stadtwerken Imst. Wir feiern 125 Jahre Miele. Ja, Miele steht für Qualität. Mittlerweile seit 125 Jahren im Bereich Waschen, Spülen, Kühlen oder Saugen. Auch bei dieser Marke ist unser Bonus, dass man 5 Jahre Garantie bei jedem Kauf eines Miele-Produkts erhält, kostenlos. Wie zum Beispiel bei der WBB 380, einer der bewährtesten Miele-Modelle momentan. Es handelt sich da um eine Maschine mit 8 Kilo Fassungsvermögen und mit dem bewährten Quick-Power-Wasch, was es ermöglicht, durch Hilfe von zwei Pumpen in 50 Minuten eine volle Wäsche, in dem Fall 8 Kilo, zu waschen, wo andere Modelle 2 Stunden brauchen. Ja, und ich würde sagen, kommt vorbei, überzeugt sich selber von der Miele-Qualität. Unsere Ausstellungsstücke sind alle mit dem Strom und mit dem Demo-Modus versehen, dass man auch selber Hand anlegen kann. Weil in den letzten 125 Jahren hat sich, glaube ich, Miele bewährt mit ihrem Leitspruch, dass Miele immer besser ist. Kommt zu uns in den Stadtwerken Imst, jetzt auch noch mit mehr kostenlosen Parkplätzen.
Essen und Trinken, natürlich und gut. Im Hotel Hirschen in der Imster Oberstadt. So individuell wie von jedem die Augen sein, so individuell passen mir auch die Kontaktlinsen für ein Korn, dass es in der Ferne und in der Nähe perfekt sieht. Optik Krisma in Imst, weil Optik ist Vertrauenssache. Thank you.
Damit sind wir bei den Wirtschaftsnews. Hier noch weitere Tipps aus dem Oberland. Oi, da hat jemand sein Gewicht vergessen. Wer dir nicht zuhören will, tut es auch nicht, wenn du schreist. Und wer dich verstehen will, tut es auch, wenn du nicht sprichst. Einfach zum Nachdenken. Herbert Kuhn. Uhren und Schmuck im FMZ in Imst. Weil es was wert ist. Unser Bike der Woche, das 29 Zoll E-Mountainbike E-Pro MTB 2.3 PT von Genesis. Die moderne Rahmengeometrie verleihen dem Alu E-Hardtail seine Spritzigkeit und das einfache Handling im Gelände. Im formschönen Rahmen integriert sich der 750 Wattstunden starke PT-Akku. Die Motorunterstützung lässt sich über das Kiox 300 Farbdisplay steuern. Statt 3,899 jetzt nur 2,999. Exklusiv bei Sport Bregenzer in Brutz und in Fis. Hopra Badart. Ihr Ansprechpartner für Fliesen, Naturstein und Sanitärausstattung. Besuchen Sie uns in unserem Schauraum in Imst. Setz Wellnessbereiche. Direkt im gut erreichbaren Industriegebiet von Imst. Wir planen, installieren und betreuen sämtliche Elemente, die eine gute Wellnessanlage ausmachen. Uns ist kein Auftrag zu klein, aber auch keiner zu groß. Von der Konstruktion über die Fertigung bis hin zur Montage. Bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand, mit Leidenschaft und Kompetenz. Setz Wellnessbereiche. Seit über 25 Jahren Qualität aus Meisterhand. Ihre Wolf-Tankstelle an der Bundesstraße und Langgasse in Imst. Bei weitem mehr als nur tanken. Und nicht vergessen, Gutmann Gutscheine bei allen Wolf-Tankstellen in Imst. Neues von Starkenberg. Der Rampenverkauf geht weiter. Von Montag bis Freitag täglich von 10 bis 17 Uhr. Nie in Aktion, aber immer zum Superpreis. Eine Kiste Lager 0,5 Liter, 15,90 Euro. Unser Hit 9 plus 1. Eine Kiste gratis. Und es gibt noch den Starkenberger Bierpass. Jede 13. Kiste ist gratis. Starkenberger, Tirol sei Bier. Was hat jetzt der Schieferer gleich? Ah, genau. Ja, hallo, servus. Servus, Firma Schieferer. Du, ich brauche einen Container für einen Bauschutt, bitte. Aber es war ganz dringend, ich muss die Bude bis morgen leer machen. Okay, ja. Da bin ich neugierig, wie lange das wirklich dauert. Angeblich ist er ja so brutal schnell. Super, die Sorge bin ich los. Der ist ja der Entsorger, Tirol. Logisch, logisch. Gell? Da kann man alles einschmeißen gleich.
Das ist das Praktischste mit einem Container. Also das will. Achso, nein, das darf man ja nicht im Bauschutt rein, bin ich blöd. Das gehört in die Wertstoffsammlung. Da muss man sich vorher erkundigen, was reingehört und was nicht. Und das ist wichtig, liebe Freunde, gell? Weil die Umwelt sollte uns ja am Herzen liegen, nicht im Magen. Das mit dem Recycling ist überhaupt so eine bärige Sache. Das würde mich leider interessieren, ob das auch so schnell geht, wie die. Schau. Das nenne ich Nachhaltigkeit. Interessant. Vielleicht ladet ihr uns einmal ein ins Werk, da können wir uns das anschauen, wie das geht mit dem Recycling und Mülltrennen. Falls euch interessiert, da hat mich freuen. Zum Wohl. Mir fällt ein Stein vom Herzen. Den habe ich auch gleich reingeschmissen, den Container. Kunststoffverpackungen sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Aber wie können wir diese Verpackungen richtig entsorgen? Zunächst ist es wichtig zu wissen, dass Kunststoffverpackungen oder sogenannte Leichtverpackungen in einen gelben Sack oder gelbe Tonne gehören. Hierzu zählen Plastikflaschen, Joghurtbecher, Folien oder Verpackungsfolien. Lösen Sie zum Beispiel auch den Kantonmantel vom Joghurtbecher, denn nur so können die Sortieranlagen richtig arbeiten und aus dem Verpackungsabfall wieder neue Verpackungen hergestellt werden. Und das spart natürlich Rohstoffe und schont unsere Umwelt. Bitte beachten Sie jedoch, dass andere Kunststoffe wie Spielzeug, Gartenmöbel oder kaputte Plastikgegenstände nicht in den gelben Sack gehören. Diese sollten als Restmüll entsorgt werden, um eine optimale Wiederverwertung der Kunststoffverpackungen zu ermöglichen. Bei Fragen zur richtigen Entsorgung unserer Abfälle hilft die Abfallberatung der Gemeinde. Die Berater sind richtige Abfallprofis und helfen gerne. Recycling. Einfacher Umweltschutz, der wirkt. Die vergangenen Wochen haben wir nun in Schlagzeilen zusammengefasst, kurz notiert in so ein Newsflash. Herzlich willkommen zu Kurz notiert, dem Newsflash der Rundschau. Das Fernpasspaket besteht bekanntlich aus mehreren Teilen, zu denen der Bau des Fernpasstunnels, die zweite Röhre des Lermoser-Tunnels und die Einführung einer Maut gehören. In Nassereit fand am vergangenen Donnerstag die Straßenbauverhandlung für den geplanten Fernpasstunnel statt. Die Mautstellen waren nicht Gegenstand der Verhandlungen. Zahlreiche Bürger versammelten sich vor dem Gemeindeamt, um gegen die Pläne zu protestieren. Das Schulzentrum Oberstadt soll saniert und erweitert werden. Eine Jury hat nun einstimmig ein Siegerprojekt ausgewählt. Der erste Preis beim Architekturwettbewerb Sanierung und Erweiterung Schulzentrum Oberstadt ging an die Arge Eck-Rossmann aus Innsbruck. Als nächster Schritt werden die Kosten für die Umsetzung ermittelt und Gespräche über die Finanzierung geführt. Bei ihrer Regionalkonferenz wählten die Sozialdemokraten die Liste für den Wahlkreis Oberland. Der Imster SPÖ-Stadtparteiobmann Sülemann Kilic führt ein Team an, das gespickt ist mit frischen Gesichtern und erfahrenen Kandidaten. Vergangene Woche fand im IQ des Agrarzentrums West die Jahreshauptversammlung des Maschinenring Tiroler Oberland statt. Reinhold Jäger begrüßte nach seinem ersten Jahr als Obmann alle Mitglieder, Mitarbeiter und Funktionäre. Geschäftsführer und Mitarbeiter des Standortes Imst präsentierten aktuelle Zahlen und Projekte. Nahe dem Krankenhaus St. Vinzenz wird bis 2027 eine Kurzzeitpflege- und Schwerpunktpflegeeinrichtung entstehen. In Zams passiert in puncto Pflege aber noch mehr. Baustart für betreutes Wohnen direkt neben dem Seniorenzentrum soll in einem Jahr sein.
Nach Fertigstellung der Räumlichkeiten 2027 wird das Seniorenzentrum generalisiert und möglicherweise erweitert. Bürgermeister Benedikt Lentsch will mit Hochdruck an der Erweiterung des Pflegestandortes ZAMS arbeiten. Alle Details zu diesen und viele weitere interessante Schlagzeilen finden Sie in Ihrer Rundschau, der Oberländer Wochenzeitung. Also Bernhard, einen wunderschönen Saunabereich hast du da. Wie viel kosten das jetzt für Kunden, wenn sie sagen, sie möchten gerne in die Sauna bei dir? Also wie gesagt, Sie können es dazu buchen. Bei uns kann man alles einmal einen Monat lang testen, kostenlos. Und dann kostet es nur 3 Euro die Woche. Dann kann man den ganzen Saunabereich nutzen zu den Öffnungszeiten und monatlich kündbar. Und wenn ihr jetzt als Außenstehender gerne Sauna gehen würdet, wie viel kostet das? Bei mir nach wie vor, wie es auch schon früher war, kann man auch als Tageskunde einmal mit einem Zehnerblock die Sauna nutzen. Zum Beispiel ein Zehnerblock kostet bei uns 120 Euro. Dann kann man als Außenstehender unsere Sauna benutzen. Wir haben ja 4 Saunen, auch eine Infrarotkabine und eine tolle Freiterrasse, was man sieht. Und ja. Und auch einen wunderschönen Ruhebereich. Ja genau, den haben wir toll gestaltet. Heutapete, Moosbild, also wirklich angenehm, tolle Wellnessmusik zum Niederlegen. Gibt es im Wellnessbereich jetzt andere Öffnungszeiten wie normal? Also unsere Infrarotkabine zum Beispiel kann man immer benutzen zu den normalen Öffnungszeiten, aber die Saunen sind Vormittag einschalten, so ab 9 Uhr Vormittag und ab 17 Uhr schalten wir auch die Großen am Abend ein. Bis wie lang? Bis 9:30 am Abend ist Saunabetrieb. Das Imster Kulturreferat hat sich neu aufgestellt. Sowohl die ehemalige Kunststraße wie auch alle anderen kulturellen Veranstaltungen finden in Zukunft unter der Bezeichnung Kultur in Imst, kurz KIMST, Platz. Hier unsere Bilder dazu. Wir haben über 100.000 Leute, die jährlich durch die Rosengartenschlucht gehen, das muss man jetzt schon mal sagen. Ja. Das Kulturreferat Imst, momentan übrigens fest in Frauenhand, stellt das neue Kulturkonzept für die Bezirkshauptstadt vor. Wir haben auch über den Namen natürlich, ich weiß nicht, wie viele Ideen das wir da gehabt haben. Da kann man auch einen Block füllen wahrscheinlich. Alle mit zusammen, da hat auch die Marlene fleißig mitgearbeitet. Da sind wir vom, also wir haben viele Namen gehabt, aber irgendwann sind wir dann, und das war dann wirklich so, dass wir da sofort alle einstimmen, ja genau, da bleiben wir hängen. Und das war, also das haben wir dann aus diesen vielen, vielen Namen, die wir da zusammengestöpselt haben, irgendwie, ist dann das überblieben. Also KIMST ist die Dachmarke für unser neues Konzept Kultur in Imst. Wir haben aus einem Prozess mit der Tiroler Kulturinitiative, den wir letztes Jahr so quasi ein bisschen aus der Not heraus, weil wir nicht mehr genau gewusst haben, wo soll die Reise hingehen, haben wir uns dafür entschieden, mit der Tiroler Kulturinitiative den Prozess Kultur vor Ort zu starten. Da sind dann mittlerweile Mitarbeiterinnen gekommen, die mit uns Interviews geführt haben, also genau mit 21 Personen, Kulturschaffenden, kulturell interessierten Menschen aus Imst, haben sie Interviews geführt und aus diesen Interviews, also die Essenz dieser Interviews ist dann zu einem Workshop verarbeitet worden, da haben wir dann alle wieder teilgenommen und haben uns den ganzen Tag einfach mit der Kultur in Imst beschäftigt. Und da sind eigentlich drei klare Ziele herausgekommen, nämlich zum einen, dass es ein Programm geben soll, das ganzjährig stattfindet. Dann soll es mehr für Kinder und Jugendliche geben und auch nicht den Fokus nur auf der bildenden Kunst haben, sondern eben auch auf zum Beispiel Tanz, Theater, Musik, Kunst, Handwerk, dass einfach alles Platz hat unter dieser Dachmarke. Und das war der Wunsch. Und an dem haben wir dann ganz intensiv, jetzt ein Jahr lang fast, gearbeitet, dass wir eben heute unser neues Konzept präsentieren dürfen. Ab sofort gibt es einen Kulturkalender, quasi eine Inventur der Veranstaltungen. Genau, wie du sagst, Inventur war ganz ein wichtiges Thema, weil wir eigentlich nachher noch draufgekommen sind. Wir haben eigentlich schon ganz, ganz ein lässiges Kulturangebot in Imst, leider wird es oft nicht wahrgenommen. Deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, diesen Kulturkalender zu gestalten. Der wird vierteljährlich erscheinen. Der ist ja noch ein bisschen in einem anderen Rhythmus, weil wir jetzt Ende Mai quasi starten. Jetzt schauen wir mal, 2 oder 3 Exemplare schaffen dieses Jahr. Und in diesem Kulturkalender wird eben alles aufgenommen, was Imst an Kultur zu bieten hat. Und dazu kommen nachher die speziellen Veranstaltungen, die wir uns zusätzlich für dieses Jahr überlegt haben.
aber auch eine Aufforderung an alle Veranstalter, sich zu melden. Genau, da ist auch schon eine Mail ausgegangen an ganz viele Kulturschaffenden, dass sie ihre Veranstaltungen einmelden bei uns. Das wird natürlich dann alles in diesen Kalender aufgenommen. Der wird auch, wenn wir zusammenbringen, in allen Imster Haushalten verteilt werden, sodass das jeder einfach daheim hat und jede Woche schauen kann, was tun wir die Woche. Also losgehen tut es am 25. Mai. Das ist der Startschuss. Da werden wir die, als erste Kulturaktion oder Kunstaktion wird der Wilfried Schatz mit seiner Wortkunst wirklich die ganze Stadt bespielen. Wir stellen uns vor, dass es wirklich fast an jedem Haus eine Wortkreation vom Wilfried zu sehen sein wird. Der Wilfried hat auch angeboten und wird dann auch Workshops machen mit Jugendlichen zum Thema Wort. Gell? Und am 25. Mai wird eben am Nachmittag eine Eröffnungsveranstaltung stattfinden, wo der Wilfried auch da sein wird, wo er eben schon so einen ersten Workshop anbietet, wo aber auch unter dem Motto Wort wird die Roswitha Matt mit einem Poetry Slam da sein. Es wird die Bücherei mitmachen für Kinder mit einem Lesezelt. Es wird Graffiti-Künstler geben, die sich dem Thema Wort annehmen. Also wir werden ein bisschen ein buntes Programm zusammenstellen, so für den Auftakt für unsere neue Kultur in Imst. Anfang April wird es ein Schnitzer-Symposium geben, da werden einmal 5 BildhauerInnen teilnehmen heuer fürs Erste. Das wird am Johannisplatz stattfinden, 3 Tage lang. Da werden eben diese BildhauerInnen ihre Werke erschaffen oder vielleicht bringen sie auch schon was mit, wo sie angefangen haben, was sie zu einem bestimmten Motto dann bei uns fertig machen. Sie haben aber auch danach die Möglichkeit, das noch fertigzustellen und dann werden wir ein paar Wochen später diese Werke, die da entstanden sind, präsentieren und die dürfen wir dann auch ein Jahr lang bei uns in der Stadt herzeigen. Also da stellen wir uns vor, dass wir entweder, wenn es vier draußen ist, dann werden wir es irgendwo im Außenraum präsentieren, je nachdem, was für Werke da entstehen. Die dürfen wir ein Jahr dann da halten und der Öffentlichkeit präsentieren. Da freuen wir uns schon sehr. Wir haben gesagt, den Schwerpunkt bildende Kunst werden wir eher in Herbst einlegen, weil man das halt von früher von der Kunststraße auch schon so gewöhnt ist. Und da wird es von unserer Seite, also vom Kulturreferat, einmal mindestens 2 Pop-up-Galerien geben. Das heißt, es wird temporär in der Stadt in 2 Lokalen eine Galerie eingerichtet werden, die dann zu bestimmten Öffnungszeiten zu besuchen ist. Und da würden wir schon die Kulturschaffenden auch aufrufen. Sie können sich gern da dann bei uns sozusagen unter unserer Dachmarke anhängen. Sie können sich vielleicht selbst überlegen. Manche tun ja das schon, oder? Die Daniela Pfeiffer mit ihrer Tanart-Galerie war immer schon dabei. Die hat sich das immer selber organisiert, dass man eben schaut, wo ist was frei, reden mit dem Besitzer und kann da meine Kunst herzeigen. Da sind wir also gern bereit, auch zu unterstützen und mitzuhelfen. Im Vergleich zu anderen Städten hat man unser Kulturbudget nicht gekürzt. Wir werden keine großen neuen Sprünge machen, das habe ich auch gesagt. Also es ist jetzt nicht irgendwas dazugekommen. Wir haben natürlich viele Wünsche. Und wir haben natürlich auch Sachen, die wir vielleicht dringender bräuchten, wie ein neues Depot oder so. Aber das ist jetzt halt heuer einmal nicht im Budget, aber wir haben im Rahmen dieses Budgets, das wir bis jetzt gehabt haben, können wir uns wieder bewegen. Und das ist schon, denke ich, schon viel, viel wert, ja. Wir sind die Kulturabteilung. Uns geht es primär um das Thema Kunst und Kultur natürlich. Wir werden nicht irgendwelche Abendveranstaltungen, Konzerte in der Stadt organisieren. Wir machen mit unseren Kulturveranstaltungen eben ein Programm. Da wird es ein Märchenpicknick geben zum Beispiel, da wird es eben dieses Schnitzer-Symposium geben, da wird es nachts im Museum geben. Da gibt es unterschiedlichste Veranstaltungen, die wir dann präsentieren werden, eben in unserem neuen Kalender, wo wir gerade dabei sind, die fertig auszuarbeiten. So, Dakota, jetzt sind wir im Kursbereich, wo wir unsere Kurse machen. Nach wie vor machen wir auch Spinning, wie wir gesagt haben, jetzt heißt es Indoor-Cycling bei uns. Wir machen auch sämtliche andere Kurse, wir machen Rückenkurse, Pilateskurse, Step-Aerobic, sehr viel Yoga, Powerkurse. Wir machen das Balance und ganz wichtig, unsere Trainer sind alle top ausgebildet. Wir haben sehr großes Fachwissen für etwaige Fragen und über unsere App kann man sich dann anmelden bei uns und dann Platz reservieren. Und das ist auch zubuchbar einfach? Das kann man zubuchen,
muss man nicht. Wenn einer machen will, macht das. Und sonst halt, macht das halt nicht, nicht. Wie viel war das pro Woche? 3 Euro. Ja. Also alles überschaubar. Wohnen im Garten ist für viele das Ziel für den bevorstehenden Sommer. Ein Garten oder eine Terrasse ist Lebensqualität. Die Firma Kanal geht diesbezüglich absolut neue Wege. Ein herzliches Willkommen hier im Baufachmarkt Kanal in Imst. Ich begrüße Sie aus unserer neuen Gartenmöbelausstellung für Live Gartenmöbel. Wir waren die letzten Wochen sehr aktiv und haben ein neues Shop im Shop-System der Firma Live Gartenmöbel bei uns im Haus auf einer Fläche von über 300 Quadratmetern umgesetzt. Seit 7 Jahren hat die Firma Kanal die Vertretung für Live-Gartenmöbel für ganz Österreich. Und wir haben uns seit dieser Zeit mit viel Engagement und Herzblut dieser Produktgruppe verschrieben. Unsere Begeisterung für diese Gartenmöbel möchten wir heute mit Ihnen teilen und so nehme ich Sie zu einem Rundgang durch unseren neuen Schauraum mit. Live-Möbel werden in den Niederlanden von Designern entworfen und lassen aufgrund ihrer Vielfältigkeit, ihren Formen, Farben und Designs keine Wünsche offen. Und so wird Ihr Garten zur neuen Wohnoase. Ob Lounge-Möbel zum Relaxen, Esstische mit moderner Bestuhlung, Bartische für den Sundowner und wunderschönen Feierabendstunden, gemütliche Sonnenliegen und Relaxstühle sowie zur Abrundung natürlich auch der passende Sonnenschutz mit einfach zu bedienenden Sonnenschirmen. Und immer passt alles in Farbe und Formgebung exakt zueinander. Bei den Möbeln haben Sie die Auswahl aus 3 Farben, beige, weiß oder anthrazit. Das Material besteht immer aus Aluminium. Aluminium ist der Werkstoff der Zukunft, denn er ist wetterbeständig, hat kaum einen Pflegeaufwand und ist sehr, sehr leicht vom Gewicht. Und schauen Sie, wie schön und exakt hier überall die Verarbeitung ist. Und jeder Garnitur sieht man schon von Weitem aufgrund der hohen Sitzpolsterungen die Gemütlichkeit zum Relaxen an. Und natürlich haben alle Polster und Sitzkissen einen Reißverschluss für eine leichte Pflege. Die Stoffe sind aus Soft-Touch-Textil und speziell so entwickelt worden, dass sie allen Witterungsbedingungen standhalten. Das hat für sie den Vorteil, dass sie die Polsterungen nicht ständig ins Haus bringen müssen. Aus der Stoffkollektion haben sie die Wahl aus 3 verschiedenen Materialien, Alwetter, Soltex und Conforma und insgesamt 10 Farbstellungen. Allwetterstoffe können Sie 365 Tage im Jahr im Garten stehen lassen. Nach Regen trocknen die Stoffe sofort wieder vollkommen auf und sind sehr schnell wieder einsatzfähig. Soltex-Stoffe eignen sich vom Frühling bis zum frühen Herbst im Garten zu stehen. Auch Soltex ist wasser- und schmutzabweisend. Und wie die Allwetterstoffe trocknen diese nach einem Regen sehr schnell wieder auf. Und zum Schluss zeige ich Ihnen noch Conforma. Conforma-Stoffe eignen sich hervorragend im überdachten Bereich, sind aber idealerweise vor direktem Regen zu schützen. Und jetzt kommt das besondere Highlight der Kollektion. Wir haben hier eine Mix-and-Match-Kollektion.
Das heißt für Sie, im ersten Step bestimmen Sie, welche Farbe Ihr Möbel grundsätzlich als Ausgangsposition haben soll. Und Sie wählen aus Beige, Weiß und Lava. Im nächsten Schritt legen Sie die Stoffqualität und dann die Farbauswahl der Kissen fest. Und so schaffen Sie mit Ihrem eigenen Mix Ihr ganz persönliches Match. Und natürlich können Sie auch die Größe Ihrer Sitzgarnitur bei sehr vielen Garnituren variieren, indem Sie die verschiedenen Elemente, die jede Lounge hat, frei zusammenstellen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen dabei beratend zur Seite. Und bei den Esstischgarnituren gilt dasselbe Prinzip: Mix and Match. Alle Tische sind mit den unterschiedlichsten Stühlen kombinierbar. Bei Ihrem Mix und Match für Ihren Esstisch wählen Sie im Bereich des Tischgestelles wieder aus den Farben bei Aluminium von Beige, Weiß und Anthrazit. Aus den Tischplatten wählen Sie von 6 verschiedenen Modellen bei Keramiktischen und 3 verschiedene Teakholzoberflächen zur Verfügung. Die Tische gibt es ab 1,50 Meter, in der Regel bis 3 Meter, in Ausnahmefällen auch bis 3,60 Meter. Alle Keramikoberflächen sind pflegeleicht, wetterfest, farbecht, widerstandsfähig gegen Hitze, Kratzer und Säuren sowie bakterientötend und sie sind wasserkalk- und schmutzabweisend. Unsere Teakholzplatten stammen natürlich selbstverständlich aus FSC-kontrolliertem Abbau. Die Platten sind splitterfrei und formbeständig. Unsere Teaktische gibt es in der Farbstellung Robustik, Grautik und Naturtik. Es ist eine natürliche Eigenschaft von Teakholz, dass es unter den Witterungseinflüssen zur Vergrauung neigt. Reinigen Sie Teakholz aber niemals mit dem Hochdruckreiniger, denn damit reißen Sie die Holzbohre auf und die Langlebigkeit der Tischplatte geht verloren. Um die Vergrauung zu entfernen, verwenden Sie bitte unser Pflegemittel, den Teak Cleaner, und schützen Sie die wiederhergestellte Farbe mit unserem Produkt Teak Shield. Diese schließt die Holzbohre und schützt den Tisch vor erneuter Fleckenbildung. Groß im Kommen sind auch runde Tische, die wir Ihnen ab Mitte April in unserer Ausstellung zeigen werden. Sie suchen einen Couchtisch, der sich auch als Esstisch eignet, dann wählen Sie den Tisch ZEP. Hydraulisch stufenlos verstellbar, bleibt er auf jeder gewünschten Höhe stehen und entwickelt sich am Schluss bis zur Esstischhöhe. Abgerundet wird das Programm von Live mit wunderschönen Relaxsesseln, deren Lehne sich verstellen lässt. Oder unser Erfolgsmodell Maroon, unser Drehstuhl. Und wer nach dem Essen etwas ruhen will, der findet bei diesem Stuhl die richtige Funktion. Jede Garnitur lebt natürlich von der Beigabe schöner Accessoires, ob Stehtische, kleine Zierwürfel als zusätzliche Sitzablage, wunderschöne Outdoor-Teppiche, Zierkissen in verschiedenen Größen und Farben oder Abstellflächen für Getränke. Alles das rundet das Programm von Live ab. Alles, was ich Ihnen heute gezeigt habe, finden Sie auch im Katalog der Firma Live der Kollektion 2024 wieder. Bei einem Besuch überreichen wir Ihnen dieses Handbuch als Ihr persönliches Geschenk. Kommen Sie uns besuchen von Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 17 Uhr. An Samstagen sind wir von 7.30 Uhr bis 12 Uhr für Sie da. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
So Bernhard, jetzt sind wir in deinem zweiten Gym, im Mai-Gym. Was für Vorzüge hat das? Ja, im Mai-Gym sind wir eigentlich dann wieder so aufgebaut, ähnlich wie im Golnas. Man hat einen günstigen Einstiegspreis, man kann die ganzen Geräte nutzen. Den Vorteil auch, da gibt es so ein Multiclub-Abo. Man kann da dann alle Mai-Gyms in ganz Österreich nutzen. Wir haben viele Standorte, auch in Salzburg, Kärnten, Oberösterreich, je nachdem. Von 6 in der Früh bis 11 Uhr am Abend. Mai-Gym steht für einen Top-Preis, faires Angebot, großes Angebot und gute Öffnungszeiten. Du hast schon gesagt, 35 Euro im Monat. Wie war jetzt das, wenn ich sage, ich möchte in ganz Österreich trainieren? Wie viel kostet das? Es kostet im Prinzip 35 Euro. Dieses Multiclub-Add-on würde dann ein Unkostenpreis von 99 Cent sein die Woche. Das kann man dazu buchen, muss man aber nicht. Über unseren Terminal, den was wir da haben. Und was kann ich sonst schon alles dazu buchen? Du kannst bei uns dazu buchen einen Kaffee, du kannst dazu buchen Getränke, Solarium kann man dazu buchen auch mit der Flatrate. Eiweißshake, ja. Und auch wieder, um was für einen Preis ungefähr wie beim Golnas? 2 Euro, im Prinzip alles rund um die 2 Euro die Woche. Und wie gesagt, man kann alles 4 Wochen lang testen, monatlich kündbar. Ja, und jetzt als ganz besonderes Angebot haben wir seit der Woche unseren neuen Massagesessel. Das, was für alle MyGym-Kunden kostenlos dabei ist, also inkludiert beim Grundpreis. Und da kann man sich dann die verschiedensten Wellnessprogramme aussuchen an unserer Wellness-Tafel. Und da kann man sich berauschen lassen durch toller, besinnlicher Musik, Visualbrille. Also wirklich für Körper und Geist und Seele perfekt. Jetzt essen wir weiter, ich brauche da noch was. Im FNZ tut sich seit Jahresbeginn wieder sehr viel. Am kommenden Samstag öffnet nun auch wieder TUI, seine umgestaltete Filiale. Alles neu bei TUI, kann man sagen. Wir bauen um. Wir kriegen alles neu. Und wir haben jetzt am kommenden Samstag, am 6. April, Neueröffnung. Und deswegen stehen wir jetzt momentan vorne raus, damit wir unsere Kunden doch noch abfangen können. Nicht, dass sie meinen, wir seien nicht mehr da. Das ist eben genau der neue Werbespruch, alles neu beim TUI. Jawohl, so gehört sich das. Nein, grundsätzlich ist es so, die TUI hat sich entschieden, unsere 62 Standorte in Österreich neu zu gestalten. Und wir sind jetzt gerade dran. Ihr habt ja bei mir erst Werbung drin gehabt für Urlaub, Frühbucher mit Kindern zum Beispiel. Jawohl, im Grunde die Frühbucher laufen tatsächlich immer noch. Viele Frühbucher gehen auch noch bis 30. April, manchmal sogar noch länger. Das heißt, es lohnt sich immer noch bei uns vorbeizukommen, vorbeizuschauen, um vielleicht auch noch für den Sommer zu planen. Wir machen jetzt am Samstag eine Neueröffnung. Wir laden natürlich alle unsere Kunden, aber auch Neukunden sehr gerne ein. Wir werden ein Glücksrad haben, wir werden Preise verlosen übers Glücksrad und wir haben belegte Brötchen, wir haben einen Sektempfang. Also wir freuen uns auf alle, die uns besuchen kommen am Samstag. Samstag, das ist der wievielte und ab wann geht's los? Das ist der 6. April und um 9 in der Früh starten wir. Jeder, der heuer noch nicht weiß, wohin in Urlaub ist, herzlich willkommen. Und auch unsere bestehenden Kunden, wir zeigen Ihnen gerne unser neues Büro, auf das wir sicher sehr stolz sein können. Es waren ein paar harte Jahre, so viel ist sicher. Aber ich bin glücklich. Dank jedem Einzelnen von euch bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Wünsch dir was, Baby. Wade Wilson? Wer fragt? Wow, 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 wow. Soll mir das etwa Angst machen? Tagging ist für mich nichts Neues, Freundchen, aber für Disney. Mr. Wilson, Sie haben sich anscheinend eingenässt, als Sie bewusstlos waren. Ich war nicht bewusstlos. Wer sind Sie? Und warum bin ich hier?
Kommen Sie mit. Wait. Sie sind etwas Besonderes. Das ist Ihre Chance, ein Held unter Helden zu sein. Ich rieche, was Sie hier reintreten, Sensei. Ihr kleines Cinematic Universe wird sich für immer verändern. Ich bin der Messias. Ja, ich bin Marvel Jesus. Gott, wie ich das liebe! Stopp! Steh da nicht so blöd rum, du Affe. Ich will mal hoch. Ich schaff's allein. Vielen Dank! Nun wechseln wir nach Ischgl, besser gesagt auf die Idalb. Musik vom Feinsten gab's dort am Wochenende. Tiefwinterlich präsentierte sich Ischgl am Ostermontag beim Top of the Mountain Easter Concert mit Nina Chuba. Heute ist ein guter Tag, ganzer Block mit Wohnzimmer. Drinks, kühl, Luft, warm, später ist die Crew am Start. Komm vorbei, ich hol dich ab. Guck doch ins Leben, hat alles zu bieten, so als wäre es Nanunana. Tropical Berlin, Baby, komm, wir tanzen Mula. Die ganze Welt riecht. Für Nina war es nicht nur das erste Konzert in diesem Jahr, sondern auch darüber hinaus eine Premiere. Ich hatte Bock. Ich habe noch nie im Schnee, im Schnee habe ich schon mal gespielt. Aber so in so einem Skigebiet ist schon was Besonderes. Deswegen habe ich mich sehr gefreut. Gefreut haben sich sichtlich auch die Fans der sympathischen Künstlerin und ließen sich vom ersten Augenblick an mitreißen. Was wünscht sich Nina Chuba vom Osterhasen? Ich habe keine Wünsche, ich bin eigentlich sehr froh gerade. Wünsche mir vom Osterhasen, dass alles so weitergeht wie bisher. Also Baby, komm schon, lass uns ein bisschen Zeit verbringen. Weitergehen wird es schon bald mit neuer Musik. Es wird schon in sehr kurzer Zeit etwas auf uns zukommen. Und ich werde heute tatsächlich auf dem Berg auch 6 neue Songs spielen. Das heißt, die ersten Leute hier werden schon einen kleinen Geschmack von meinem neuen Album bekommen. Also Baby, komm schon, lass uns ein bisschen Zeit verbringen. Es ist Sommer in der Stadt und ich hab Eis im Dream. Ganz egal, was du machst, pack deine Sachen, hau ab. Lass am Montag mal so tun, als ob es Freitag ist. Die neuen Songs haben die Feuertaufe vor dem Ischgl Live-Publikum erfolgreich bestanden. Ich geb unter meine Hände! Das gehört natürlich gebührend gefeiert. Ich habe auf jeden Fall Lust auf Skifahren. Vielleicht probiere ich es morgen auch mal wieder aus. Ich habe natürlich wieder ein bisschen Angst. Aber ich hoffe, ich kann es noch so ein bisschen. So eine blaue Piste wird schon drin sein. Gelegenheit zum Skifahren haben Nina Chuba und alle anderen Wintersportbegeisterten in Ischgl auf alle Fälle noch bis Anfang Mai. Egal welche Temperatur, triff uns im Tracksuit Velour. Am kommenden Wochenende gibt es das nächste Heimspiel für den SC Imst. Auch dieses werden wir wieder live aus unserem Sender übertragen. Wenn Sie Ideen, Wünsche oder sonstige Anregungen für die Gestaltung dieser Übertragung haben, dann sagen Sie uns Bescheid.
Wir sind für jede Kritik dankbar. Damit sind wir am Ende angekommen. Noch einmal möchten wir uns bei Bernhard Gollner bedanken. Ihnen möchte ich einen sportlichen Start in diesen Sommer wünschen. Hier sehen Sie unsere Adressen. Gerne können Sie uns schonungslos sagen, was Ihnen nicht gefallen hat. Loben geht aber auch. Danke und viel Dank. Ich gehe jetzt nur trainieren. Gut, gleich auf. Und hier.